Ebola ist wieder ausgebrochen und dieses Mal geht es schneller als beim letzten schlimmsten Ausbruch in der Geschichte der Menschheit. Schon jetzt haben sich die Ausbrüche in ein Gebiet ausgebreitet, wo die Krankheitsfälle 60 Kilometer auseinander liegen. Bereits in dieser frühen Phase ist eine Millionenstadt bedroht. Doch es gibt einen Lichtblick. Zum ersten Mal gibt es einen Impfstoff. Doch der ist in Afrika gar nicht so leicht einzusetzen. Jetzt in Klick zum Science Fiction. Herzlich willkommen. Ich möchte ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber beim letzten Ebola-Ausbruch 2014 bis 2016 lag Klicksum als einziger Berichterstatter richtig und hat zum einen die Informationen aus Afrika korrekt gedeutet und damit den erheblichen Ausbruch genau so vorhergesehen. Und zum anderen waren wir auch das einzige Medium, das dran geblieben ist und nicht irgendwann müde wurde, über die neuesten Entwicklungen zu berichten. Nur bei uns war über die Wochen genau zu verfolgen, was dort in Afrika geschah. Ja, und wie die Seuche sich langsam ausbreitete und am Ende mehr als 11.000 Todesopfer forderte. Ein unglaublicher Ausbruch, der kaum zu stoppen schien. Und auch dieses Mal scheint schon der Ausbruch bisher nicht gemeldet worden zu sein. Seit dem 4. April gibt es 32 bestätigte Ebola-Fälle im Kongo. Aber jetzt erst wird er vermeldet. 18 Menschen sind bereits gestorben und das verheißt nichts Gutes. Denn unter den Erkrankten sind 3 Pfleger, von denen einer bereits gestorben ist. Und Pfleger sind die besten Verbreiter einer solchen Seuche, da sie zu vielen Menschen Kontakt haben. Das war so ähnlich auch bei der letzten Seuche. Hier war eine Heilerin eine Superverbreiterin. Bei ihrer Trauerfeier kamen hunderte Menschen, steckten sich an und verbreiteten die Seuche. Jetzt sieht die Weltgesundheitsorganisation WHO bereits die Millionenstadt Mbandaka in Gefahr und hat auch alle Nachbarstaaten des Kongo in Alarmbereitschaft versetzt. Jetzt am Wochenende sollen rund 40 Expertinnen und Experten in den Kongo geflogen werden und die WHO will zum ersten Mal einen Impfstoff einsetzen. Der ist zwar noch nicht zugelassen, aber im Gegensatz zum letzten katastrophalen Ausbruch der Seuche will die WHO jetzt deutlich schneller und effektiver handeln. So einen dramatischen Verlauf, den soll es nicht mehr geben. Doch bei dem neuen Impfstoff der Firma Merck gibt es einen Haken. Er muss bei Temperaturen von, Achtung, minus 60 bis minus 80 Grad Celsius transportiert werden. In Afrika eine nahezu unlösbare Aufgabe. Ob sie gelingen wird, darüber halten wir euch hier, wie auch beim letzten Ausbruch, auf dem Laufenden. Wenn ihr also nichts zum Ebola-Ausbruch verpassen wollt und als Erste informiert werden wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp und den anderen Messengern. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und zur Begrüßung habe ich ein kleines Goodie und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter, dafür auch draufklicken. Beginnt ein neuer Kampf gegen Ebola. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.